Guten Morgen. Ja, es hat mich wieder an den Platz getrieben und ich spoilere jetzt schon mal ein bisschen. Ne? Guckt mal, wie weit der Heiko und ich hier jetzt schon sind an seiner neuen. Ja, guckt mal. Da sieht die neue doch eher aus wie die alte. Ne? Ist ja auch kein Wunder, die Verkleidung ist dran. Ja, wir arbeiten jetzt hier noch ein bisschen. Das alles ganz schön, so wie der Heiko das will. Und ja, dann gibt es auch bald wieder ein paar neue Videos von uns. Und also vom Heiko und von mir. Ne? Ja, ist halt so. Ein Flugzeug kauft man und dann wird es erstmal einer gründlichen Revision unterzogen. Damit man dann auch hinterher sagen kann, okay, das ist alles in Ordnung. Und man kann damit sicher fliegen. Wunderbar. Es wird ein sehr, sehr, sehr schöner Vogel. Ja, und auch die Sierra Uniform Whisky präsentiert sich schon in einem neuen Gewand und wird jetzt so richtig schön gemacht. Ne? Ja, folieren ist nicht so einfach, aber Heiko macht das schon. So, es ist ein Live auf Sendung. Oh Gott. Herr Ackermann, ja. Machen Sie mal hier richtige Aussage zu Ihrer Arbeit. Eine qualifizierte Aussage. Sowas. Ich weiß nicht, ob das qualifiziert. Schon. Mensch? Ja, ja. Bis jetzt sieht das eigentlich recht gut aus, dass das ziehen kann. Das Gute ist halt, dass die Folie brutal ziehen kann. Das hast du halt eher bei viel Billigfolie nicht, ne, dass er die so weit heiß ziehen kann, dass die um sämtliche Rundungen drumherum geht. Und deshalb haben wir jetzt das Glück, dass das wirklich sauber direkt hierher kommt, wo man es haben wolle und kann dementsprechend dann oben anschneiden. Wunderbar. Sieht aus, als müsste es Sinn, oder? Ja. Ist jetzt schon gut geworden. Bis jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus, ja. Ich muss halt nur gucken, dass ich nachher gleich bin. Gerade diese Kante da aufnehme, wo da unten ist. Lass mal genau durchher. Das ist noch gar nicht so einfach. Wird schönes Fluggerät. Ja. Machen Sie mal hier richtige Aussage zu Ihrer Arbeit. Eine qualifizierte Aussage. Sowas. Ich weiß nicht, ob das ist das qualifiziert. Schon. Mensch? Ja, ja, schon. Bis jetzt sieht das eigentlich recht gut aus. Das wird hinkriegt. Das Gute ist halt, dass die Folie brutalst ziehen kann. Mhm. Das hast du halt eher bei viel Billigfolie nicht, ne? Dass er die so weit heiß ziehen kann, dass die um sämtliche Rundungen drumherum geht. Und deshalb haben wir jetzt das Glück, dass das wirklich sauber direkt hierher kommt. Wo man es haben wolle und kann dementsprechend dann oben an schneiden. Wunderbar. Sieht aus, als müsste es Sinn, oder? Ja. Ist jetzt schon gut geworden. Bis jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus, ja. Muss halt nur gucken, dass ich nachher gleich bin. Gerade diese Kante da aufnehme, wo da unten ist. Mal genau daher gucken, dass es noch gar nicht so einfach ist. Ein schönes Fluggerät. Absolut. War schon immer ein schönes Fluggerät. So. Kommando kommt, Kommando Pimperle. So, was angefangen, man? Wie habe ich denn die Strich gezogen? Ich meine, ich habe ja auch Moos. Ja, es ist in Ordnung. Hat jetzt aber so ein bisschen Lippeform, ne? Ja, los auf der Innenseite die Luft raus aus dem Reef und dann passt es wieder, oder? So ein bisschen Lippeform, die Menschen da. Ah, ich setz dich mal dahin, wo ich jetzt gerade bin, dann siehst du das. So. Siehst du das? Ich meine, das ist aber okay. Ja, sieht gut aus. Nur an der Kante entlang wollte ich es eigentlich so haben, aber die Durchseite halt man nicht so. Warte mal. Weil da ist mal ein bisschen. Da fehlt ein bisschen die Rundung. Ja, kannst du nur korrigieren.
kann mich alles an der Asche lecken, lecke, oh ja. Ich lecke auf der Bordell. Hunderte Fluggerät. Hunderte Fluggerät. Der Gerät. Siehst du doch, Phantom der Oper, ne? Ein bisschen. Ja. So, ja, guck mal von vorne. Ja, ich weiß, ob du nicht unbedingt zusammenschneiden sollst. Ha? Die Sprüche vom Herrn Ackermann. Heikos Sprüche, ja, okay. Genau, das geht, glaube ich, noch der Renner. Da hast du echte Klickzahlen. Ach, das geht mir nicht um Klickzahlen, um Gottes Willen. Aber Heikos Sprüche sind schon gut. Wollen Sie die glatte Platte oder die matte Platte? Genau, wollen Sie die glatte Platte oder matte Platte? So. So, lass mal sehen. Jetzt machen wir Kommando Kant. Okay. Hey, auf der Endseite ist so alt doch nicht. Ja. Jetzt habe ich das so hoch gemacht. Jetzt hast du es eigentlich verschlimmbessert. Nicht so ruhig. Ah, der da Ecke. So? Nee, da bist du schon zu hoch. Du musst runter, 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 runter. So? Noch ein bisschen. Ja, so könnt's hinkommen. Warte, musst du weitergehen? So? Ja. Es ist noch ein Tick weit zu hoch auf der. Kollege, bist du mir verarschen? Nee, guck mal selbst. Siehst du das? Oh. Im Prinzip stimmt schon. Ich meine. Das ist dann. Genau der da. Warte. Der fällt nur ohne weiter weg. Ja, so würde ich das. So würde ich das belassen. So passt das. Ja. Hä? Ja, okay. Genau so, Heiko. Alles eine Frage der Symmetrie. Gut. Ja. Einverstanden. Du musst nur den rechten Pfirsch machen, dann passt das. Ist doch nicht. Der Schlüssel ist der Oberfahrer, hat er. Na denn. Heiko, ist doch schön, wo? Nicht, das würde ich jetzt lassen. Wir haben noch Folie. Schön macht er das. Na, ist gut. Wunderbar. Der Heiko ist tatsächlich so ein Prototyp von einem Saarländer. Ja. Warte ich. So, der Archetyp ist, das ist, ja, das passt schon. Mein Hobbit Pläsle rausgemacht, gell? Ja, ja. Oh, heiß! Und warum fehlt euch die Kohle? Ja, zeig mir bitte, wie stark ich bin. Ja, dann sag mal. Warum hast du so viel abgeschnitten? Nur scheiß Modus enabled. Warum hast du so viel abgeschnitten? Hast du die Matte kaputt gemacht? Komm mal rein. Habe ich euch schon gesagt, dass ich die einzig Normale hier bin? Ihr klar, kein Schwein. Kenner. Das sind doch Kenner ab. So. Tja, das Einzige, was man mir abnimmt, sind meine Sprüche. Wer so Hobby hat, der ist nicht normal. Ja, das stimmt.
Und das ist gut so. Also es gibt auf jeden Fall nur Gesamtbild. Das sieht auf jeden Fall mal besser aus wie vorher. Ja, allemal. Nur trotzdem mit der Kant jetzt so, das ist scheiße Dreck. Oder ich mache jetzt mit Schwarz einer Dingserin, so, oder? Mensch, du hast schon Zähne bestellt. Hä? Die Beißer. Na gut. Ja. Guck an. Ah. Man darf alles sein, nur nicht doof. Das hat doch Heinz mal gesagt. Kaum macht man es richtig, schon geht's. Das sieht aus, als wenn es dann vier gemacht wäre. Hm. Cool, sehr schön. Entweder machst du vorne deine Stoppe, machst du nochmal schwarz oder machst du eine ganz rot. Nope. Ich würde noch mal schwarz machen, das sieht besser aus in dem Fall. Schwarz-Eddinge. Eine blöde Pfeife. Jo. Ich habe tatsächlich immer Verkaufs, also du kriegst schon die Teile der Karte, da ist tatsächlich ein Bild von der C220. Nein, das nenne ich nicht. Die ist so rüber gerade. Die ist doch gerade. Nimm mal Brille. Du siehst schon überhaupt nichts. Die ist doch gerade. Gerade kann die gar nicht sein. Nee, das hier noch ohne abgewinkelt ist, das ist tatsächlich so. Meine ich jetzt? Das ist so ein Steigflug, die richtig Abrissgeschwindigkeit hat. So, das heißt jetzt noch. Hinter deine vermurkste Streife und nehme das an der Seite, machen wir bitte noch rot. Du sollst halt nur dein Pilzpunkt gehen, du fällt nämlich blättert schon die Farbe ab. Gut, komm mal gehen. Komm, wir gehen gucken. Geh mal Pilz gucken. Die Farbe hat sich doch schon irgendwie abgelöst. Sehr geil. Ja. Und was, Mensch? Schön, fällt mir gut. Keine Löcher mehr drin. Wunderbar. Hast du mal, dass oben so ausgeknabberte Löcher drin waren. Aha. Guck mal, wie man das gerade hinkriegt. Hast du Glasfaser Cola oder was hast du gemacht? Nee, so ist ein Spezial. Der klebt, jo. Das ist aus der Flasche. Das ist doch super, das Zeug. Cyanacryl und ein bisschen Feinsand. Nee. Oh, das ist Glas. Glas, ja? Okay, du laufst der Heizung. Ja, das habe ich schon gesehen. Das sehe ich jetzt als den ersten Schritt. Vor allen Dingen ist das stabil, ne? Das ist ja richtig dick, das so. Gut. Du, 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 du. So. Ja, das ist jemand gut gelaunt, merken wir das? Nee, es muss ja langsam nur enden, oder? Ja, klar. Oder zumindest vor teilweise. Ach, Heiko, das war jetzt. Eigentlich nicht so wild, oder? Doch. Naja. Lass mal schnell noch sauber machen. Ist da nur was aufgefallen? Ihm ist es aufgefallen hier nicht. Was denn? Der doppelte Zylinder. Deshalb ist der Anna in die Uni von Whisky ohne unerbaut. Ja, beim hier ist er ja auch unerbaut. Ja, nicht nur das, bei mir ist er auch unerbaut und er ist nur offen, die Schwingung noch gesichert. Ja, deiner ist auch viel tiefer. Ja. Was gut ist, weil da kriegt man die normale Instrumente dann problemlos nehmen. So, das hast du hier auch Intercom.
Anlage. Ich habe gesagt, wir bauen noch das Funkgerät um von der E-Maschine, die da. Ja. Das dann wäre alles perfekt. Ich glaube, da hat er auch die volle Einbautiefe. Ja, da kann man es ja genauso wie drüber, einfach ohne Innenbau. Ach so, ja, stimmt, hast recht, ja. Dann wird, aber er will, hat immer Angst, es passt irgendwas. Ich hätte jetzt gerade schon gemacht, hier vorne eine schöne Ablauf, gerade nur Luft gefräst. Mhm. Und das sind doch gerade hingesteckt. Ja. Ja, das ist alles, ich weiß nicht, dem ganzen Kabel, das ist doch, was ich da getrieben kann. Ich bin mir wirklich nicht sicher, keine Ahnung. So, der doch ganze Bertel, das war ja... So, das dort zeigt war hinten. Das dort zeigt war da hinten verschraubt. Das ist, das war ja, da das drin. Ist die Spannungssaugung von der Funke. Da genau. Das ist meine Klappe, die ich gemacht habe. Aha. Dort hier. Und das dort ist das Intercom, ne? Das war vorher, da brauche ich... Das ist Klett. Weil das Teil war nämlich da vorher dran. Ja. Ne? Klettband habe ich. Das müsste man nur dann halt entsprechend mit Pattex erstmal festmachen und da ziehen, dass das hält. Ne? So, das war der Vorbau. Ich habe jetzt nur halt gedacht, ich weiß nicht, ob ich das Kabel kann so lehnen, dass es so gut wie gar nichts ist. Die Handfunke im Endeffekt stört mich noch nicht mal so, weil die Qualität war gut. Hm? Hauptsache, es hört mich überhaupt einer. Hm? Aber wie will denn das Geile ist, oder das? Das Geile ist, in dem anderen Pilz war richtig Verteilung drin. Da ist alles verkabelt. Diese Flasche, diese gelbe, die ich habe, huckt bei mir vorne drin. Die huckt da im Pilz. Also es ist grundsätzlich wirklich, sind viele Sachen anders dann. Ne? Das ist aber nicht schlecht. Da hast du aus so viel. Ist, ne? Gut, ich meine, ich habe ja eh die Rückwand. Das dort her muss ich nachher dann dort ausfräsen, weil da muss das Kabel durch. Ja. Und dann passt das dort auch dran, sicher? Ja, na, ist okay. Das ist dann schon, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Ja, super. Aber es stimmt schon, es sind wahrscheinlich farblich zwei Chargen. Weil das ist ein bisschen heller mit der Stimme. Aber Gichter war das. Das ist ja vielleicht mehr von dem gepunkten. Das war Gichter hellgrau. Da habe ich den, was ist das da? Aber das ist. Wie du sagst, das ist dann zum größten Teil farblos, mit Schwarz mit drin und wird dann dunkel. Ne? Na gut. Aber mit dem Pilz jetzt alles so weit, muss ich jetzt machen, weil sonst kriege ich ja an meinem Frontend nicht drauf. Ne? Genau. So, und ich schreibe dann nachher später, da muss ich zum München hingehen und muss dann von innen das durchsichtige Radio, das man. Da gehen wir zu zweit dran, weil dann haben wir ein leichteres Handling. Ne? Ja. Das kriegen wir hin. Dass langsam die Dinger langsam fertig werden. Und dass ich dann später auch wechseln kann. Ne? Dass die andere da herkommt und die da rüber dorthin, wo sie hingehen. Ja. Alles klar. Und da leider wieder viel Schraube rum. Da müssen wir erst gucken, was wir da wohl. Flachschraube ziehen? Was brauchst du denn dafür? Inbus? Gute Frage, nächste Frage. Flachschraubenzieher, warte mal, da haben wir doch schon mal was. Gucken wir gerade, ob der Kleine da reicht für die Instrumentierung. Ah, der ist schon mal gut. Da. Das ist schon mal gut. So, Flachschraubenzieher hast du mit Sicherheit auch da, leider. Nimm doch den so lang. Wenn der passt für die kleine Schraube. Ah, ja, der passt. Wenn nicht, guck ich mal. So, dann friemel ich das mal um. Stück ver... Da fehlt ja auch schon eine Schraube. Da haben wir das nämlich auch schon gemacht. Dann kann ich nachher eventuell Fräse für den künstlichen Horizont. Ja. Und wenn wir das gemacht haben, machen wir endlich das Boot nochmal dran. So, und da hinten an der helfen dran denke, diese Halterung von der Stange, da, an der Uniform Whisky, Co-Pilot-Seite, guckt doch die Schraubenstück raus, die müssen wir unbedingt festschrauben, habe ich gestern vergessen. Wir machen dann 6-Augen-Verfahren, wie immer. Wir gucken alle nochmal über den Flieger drüber. Ja. Das, alles, nee, was, wo man dran war. Aber ich habe gestern keine Muse mehr gehabt. Ja. Und last not least ist der Joe Joado, der guckt dann auch nochmal drüber, ne? Ja. Bitte. Der Prüfer. Das kostet nochmal extra. Das kostet extra, oh Gott. Himmel. Du, der muss ja Naturalie bezahlen, sei vorsichtig, Heiko. Wie Menschen denn? Einfach hin, weißt du, was er gesagt hat, ne? Ist das die, wo du da hast? Ist das dasselbe Durchmesser? Ich habe doch die Brillen und oh nee, das ist alles kleiner. Welche meine ich? Die dürfte sogar funktionieren. Die ist universell für Männer in unserem Alter. Die ist irgendwie... Okay, du bist kurzsichtig. Du hast schon doch die neue Schäublis. Das müsste doch das sein, nee, oder? Das ist nur mal größer, bestimmt. Heiko, die sind nur mal größer. Geh fort.
Roxen. Ja. Und bevor wir das Rumpfboot wieder drauf machen, probieren wir. Das wird da vorne noch sauber gemacht. Das sieht ja aus, gammlich, weil, als hätte jemand drauf gekotzt. Das wird noch geputzt. Roxen hat das Ding immer genannt. Ich wär verreckt. Oh Gott. Dagegen gibt es doch was von. Jung, mach doch mal das dreckige Ding aus. Machst mal den Hund ganz verrückt. Kennst du das? Ja, ja. Hä? Tut das nur, dass das hier rumoxidiert? Nee, das war vom. Wie heißt der noch, wo der Dings gespielt hat? Voll normal, voll normal. Ach jo, richtig. Ne, da kommt doch immer Moped angefahren, ne? Und da kommt er raus. Jung, mach doch mal das trinkelige Ding aus. Mach's mal jude Hund ganz verrückt. Ich und der Präsident von Dackel. Alles für den Dackel, alles für den Club. Unser Leben für den Hund. Total kaputt. So, ja, die Dorschrauber, die schmeißen wir fort, weil die sind sowas von, als sowas von hässlich. Die kann ich nicht gebrauchen. Ich schenke dir die. Das kann ich verstehen. Na, weil die sind, was ist denn das? Ja. Die sind wirklich nicht schön im Instrumenteboot. Das kann ich verstehen. Hey du, ich gucke bei mir auch drauf, dass das alles schön ist. So ist das nicht. Ästhetik muss sein. Ästhetik, ne? Heiko, wäre es das, ne? Auch ein kleinerer. Der kleine Flach. Ästhetik muss sein. Kleiner Flach. Mal gucken, ob ich hier eine Finne halte. Hast du eigentlich extra die Rotznasen lackiert? Ja. Hat er auch Rotznasen lackiert? Ja. Ah, okay, gut. Es gibt Schlimmeres. Ja. Die Sache, die sie nicht sehen sollte, die sehen sie. Fürchterlich. Naja, sollte von der Firma Helix jemand zugucken. Wir haben uns ja mal unterhalten über einen Dreiblattpropeller für den Sauer, den wir hier drauf haben. Das heißt, wenn ich zu Besuch komme, bin ich wahrscheinlich nicht alleine, dann bringe ich den Heiko mit seiner Kiste hier mit. Da ist das Interesse an einem Dreiblattpropeller schon ein bisschen größer, ne? Ja. Das nur zur Information. So, und das müssen wir jetzt abschrauben. Derweil die schöne seitliche Öffnung, die man der Volker gefräst hat, hat er doch nicht wäsche. Okay. So passt das alles nochmal wunderbar. Wunderbar, wunderbar, schön, schön. Da muss man der. Wenn du neue Dinger bestellst, Schraube, ne? Dann sag ich mir immer bitte Bescheid, was du kriegst, ne? Halt verstehe. Ja, ne, die da sind ja gut, wo du da hast. Jetzt brauche ich kleinerer. Guck mal, gerade ein kleinerer. Da ist auch ein kleiner drin. Sollte ich aber vielleicht erst schwarz machen? Möchtest du Silber? Schloss du Silber. Alles durch Silber. Was brauchst du denn noch? Der kleine. Singst doch, wenn es im Sprechen nicht klappt. Da ist noch ein kleinerer drin. Ein kleinerer, ich habe Wortfindungs. Das ist das. Trotzdem. Nein. Da will ich nur den kleinen. Da. Ich glaube, ja. Dann nimm doch den so lang, komm. Das ist doch Tox. Ah ja, was? Ich freu die ganze Zeit, was genau willst du denn? Ach so, Inbus. Sag ich doch. Inbus. Du hast doch nicht noch einen Stuhl für dich. Nein. Tja. Du musst doch einer drin sein. Aber selbst ich hatte 10 Jahre gesetzt. Das ist doch egal. Menschen da. Nee, Heiko. Die Nähe. Nee. Da ist nichts drin, was noch kleiner wäre. Das geht alles irgendwie so ins Dickere. Versuch's doch mal mit dem Torx, das geht dann bestimmt auch. Du musst doch noch kleiner drin. Guck mal, vielleicht geht's mit dem. Auch wenn es Torx ist. Aber der muss doch da normal. Ich kann, wer ist, dass ich auf jeden Fall noch einen Kleiner dort drin hat? Wo sollten der jetzt plötzlich hin sind? Ja, das ist.
Immer so beim Werkzeug. Wo ist es jetzt? Da leidet beispielsweise auch noch einer. Ne, das ist ein Kreis. Jawohl! Ich habe eine Heuschnuppe zu verschenken, will ne jemand? Das ist doch Corinna. Das ist Corinna, ne? Geh ich es Corinna, bin ich gemimpft. Ja, das ist jetzt samenhaft und eichelartig. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich denn eine kleine, weil ich weiß, das ist ein kleiner Bot. Aber wo ich denn hingelegt habe, weiß ich jetzt nicht. Ach, ihr Leid. Ja. Ist aber meistens so, ne? Der findet sich wieder spätestens beim Aufräumen. Ja, irgendwo hat ich hingemacht, ich weiß nur nicht wo. Das ist jetzt sehr, sehr komisch. Naja. Ich habe tatsächlich vorgestern Mittag welche bestellt, die sind halt zugestellt worden, nicht gesehen. Die leihe bei mir im Briefkasten. So, Heiko, das sieht ja schon ganz gut aus, auch ja, wenn du fluchst. Langsam wird's, ne? Langsam wird's. Der Heiko arbeitet hier auch im Akkord. Ist halt jetzt was anderes. Die Verteilung ist anders, statt wie bei der Uniform Bisky. Ja. Und von der Warte aus haben wir jetzt, aber es ist jetzt nicht viel. Ich mache jetzt die Pilz soweit fertig, die Instrumentierung, dass das alles jetzt im neuen Panel drin hockt, so wie man das eigentlich vorher gewohnt war. Mhm. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, den Pilz hinter außen fräse, weil der künstliche Horizont ja länger ist. Länger ist, ja genau. Ja. Das Thema heute mehr schon in die Uniform Whisky, ne? Genau. So, und da ich ja die Klappe schon alles gemacht habe soweit, denke ich, dass das funktioniert. Gut. Also, ich will halt auf jeden Fall so weit kommen. Erstmal will ich nicht, ich will nämlich so lang bleiben bis zur Uhr. Ja. Und zweitens will ich, dass beide Maschinen so weit fertig sind. Okay. Zack, Knuddlerei da. Alles klar. Ja, Heiko, so langsam nimmt es Form an, ne? Ja, also so langsam wird das Ganze tatsächlich. Es ist halt, die Verkabelung hier ist wieder ganz anders, wie man das eigentlich gewohnt war. Ja. Gerade an den Instrumenten, da hängen Instrumente teilweise mit zusammen, was bei dem Anja durch eine größere Verteilung ganz anders da angeordnet war. Mhm. Eigentlich meiner Meinung nach sogar besser wie hier. Mhm. Aber gut, es ist halt jetzt eben so. Ja, klar. Und, aber wir machen das Beste draus. Ich finde, bis jetzt sieht das sehr gut aus. Und also ich bin guter Dinge, dass wir halt soweit alles so fertig können, wie wir uns das vorstellen. Ja, ich denke, wenn wir fertig sind, damit sieht es mir nochmal richtig nur Flugzeug aus. Genau. Dann ist das ja nur gestellt. Roll, dass das Ding laut. Ja. Fast wie unsere. Ja. Was wäre das doch so schön am Flugplatz, wenn nur der verdammte Flugkrach nicht wäre, ne? Genau. Ja, also mal Hans bei. Genau. Und dann, ach, wenn wir nur Fräs arbeiten. Ja. Für den Horizont. Genau, für den Horizont. Weil ja, ich tatsächlich der Endstück kenne mit so verlängerte Pilz. Mhm. Aber man sieht schon mal, es gibt so viele unterschiedliche. Das ist wahre Pracht. Also hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ne? Mhm. Zumal der Anna, entweder sind sie nicht hoch genug, haben verschiedene Höhe. Sie sind alle gar verschieden. Das ist schon Wahnsinn. Hm. Sehr seltsam, aber gut. Was will ich machen? So, dann fangen wir jetzt mal nochmal an. Wir haben gesagt, prallen. Oh, ich glaube, ich teile das Bild nochmal, weil dafür breche ich dann an der Stelle mal ab hier. Okay. Kleiner Moment. So, Heiko, wie sieht's aus? Hä? Wie sieht's aus? Jo, ich bin zu langsam, weil ich, es sieht langsam werden. Pilz ist gut, alles ist. Pilz ist alles gut. Halt jetzt ein bisschen trackig. Aber ich denke, ich komme dem Ganzen jetzt. Warum? Das Komische ist, tatsächlich passt in denen Pilz das ganze Panel besser wie mein Alter. Aha. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Du, wenn das so ist, freu dich doch einfach. Juhu. Hinterfrag's nicht, freu dich einfach, dass das so ist. Juhu. Gut. Ne, soweit alles gut. Das wird wunderbar. Genau. Das wird wunderbar. Welche? Also, verstehe ich? Nee, eigentlich nicht, aber was soll ich dann verstehen? Oh, leg mich am Arsch, du. Hochbrauner. Nee, also soweit bin ich wirklich. Kennen wir zufrieden sind. Bis jetzt habe ich wirklich viel gemacht, das gefällt mir alles gut. Na, also. Das sieht langsam super aus, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und
Nee, super. War schön. Ja. Wird noch viel besser. Finde ich auch. Jetzt, der Schnitzel für Schmuck. Warum haben wir die Schraube? Denn? Naja. Hä? Das ist ja irgendwie sofort schlecht. Hä? Ich habe gesagt, das Ganze ist irgendwie sofort schlecht. Dazu oder hin, Google. Hä? Das hier ist der Hä? Das hier ist Hä? Wie bitte? Wie bitte? Hä? Das geht auch. Da sprichst du aus der Buchsbaumhecke, das ist nur so flatt. Bitte öffnen! Sonntag, der 16. und ich bin mal wieder am EDRP, weil ich jetzt mal nachgucken wollte, wie weit der Heiko ist. Leider konnte ich nicht im normalen Rahmen hier mitarbeiten, weil halt wieder Enkelwochenende war. Naja, aber das werdet ihr kennen, Familie geht vor, der Heiko kann das gut verstehen. Ich habe dann halt so, soweit es die Familie zugelassen hat, jetzt zwischendurch immer wieder mal ein bisschen geholfen, aber bei weitem nicht in dem Rahmen wie sonst. Naja, so, jetzt gucken wir uns das mal an. Heiko, das sieht ja richtig gut aus. Ja. Ja. Für die Uniform ist die zwar ungewohnt, aber man hat es gut hinkriegt, ne? Ja, finde ich auch. Wir haben mit dem alles schön angepasst. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Wir haben trotzdem, sind der, sagen wir, dem Farbbuchstab ist treu geblieben, ne? Also rot, weiß, blau, genauso wie an der Fläche, rot, weiß, blau. Ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus. Soweit ist er auch fit. Also von der Warte aus. Kann sie uns, wenn ich getrost verlasse, oder? Ja. Das gute Stück. Genau, ja. Zementierung alles gut, Erhaltungsladung alles dran, also ja. Probeflug war top, also was will man mehr. Ne? Ja, gut, ich meine, wir haben die jetzt nachvollziehbar für alle, war ja auch mit ein Grund, weshalb wir das nach der Außenlandung so gemacht haben, nachvollziehbar für alle, die komplette Dokumentation gemacht. Ja. Genau genommen war das, waren die Arbeiten in Art und Umfang einer Revision. So, wir wissen also jetzt, ist alles wieder in Ordnung. Und ja. Also wir haben das schon so, wie wir das gemacht haben, haben wir es richtig gemacht. Ja, von vorne nach hinten alles repariert. Der Motor hat seine 105 Stunden. Und der erste Loop war bombastisch, der war top. Es hat alles funktioniert. Mhm. Sie sieht halt jetzt anders aus. Ja. Aber ich finde schön. Hat was. Ja. Und gut, also ich denke, der nächste Besitzer wird sich sehr erfreuen. Ja, der hat Freude dran, das ist genau. Mir sicher. So. Und dann können gleich mit der Abonnente sich die neue Tengo Lima Tengo angucken. Ja, die Tengo Lima Tengo ist nämlich Heikos neue Liebe. Mein blauer Schatz, genau. Was halt den Unterschied macht, ist ja mal hauptsächlich die Tatsache, dass es eben ein neuer Flieger ist und ein Sauermotor drauf ist. Ja, da gehen wir jetzt mal rüber und gucken uns das an. Ja, und da ist sie, die Tengo Lima Tengo. Ja, wunderbar. Von Heiko wieder liebevoll umgebaut auf sein blaues Design, das er vorher hatte. Und das ihn eigentlich auch bekannt gemacht hat. Und das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist, mit einem Unterschied. Wir werden an dem Flieger noch eine ganze Menge Kosmetik betreiben. Ja, Heiko sagt immer zu mir, ich bin penibel, hat er recht. Aber unbedingt immer schlimm sein muss, ne? Ja, genau. Und wenn ich jetzt hier drauf gucke und mir den sauer angucke, muss ich doch sagen, das ist eine wahre Freude, diese Maschine. Das war jetzt 2 Wochen her, ne? Ja, in unserem Flug, ja, 2 Wochen her ungefähr. Etwas über 2 Wochen. Ja. Und seitdem ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Das heißt, wir haben jetzt komplett Front, Heck abmontiert. Das Blech nach der Landung war das auch nichts mehr. Das haben wir stabiler ausgeführt. Das ist jetzt richtig stabil. Neuer, der komplette Innenraum haben wir natürlich auch lackiert, inklusive den Pilz und der kompletten Instrumentierung, das ist jetzt alles auch neu. Also es ist eigentlich nicht mehr so zu erkennen, wie das am Anfang war in der Tengo Lima Tengo. Ja. Also das hat auch viel Arbeit gekostet, aber sieht jetzt richtig gut aus, gefällt mir richtig gut. Ja, es ist gut. Vor allen Dingen mit meinem blauen schönen Teppich mit allem. Mhm.
und auch die Farbgebung. Das Innenteil war früher schon schwarz, hatte aber nicht dieses Muster. Ja. Und da dachte ich mir, das Muster mache ich auf jeden Fall mit rein, weil es halt eben auch ein Pilz. Ja, es hat ein bisschen was Edles. Sieht schon ganz gut aus. Das sieht sehr gut aus, Heiko. Das ist so, dann die Hammerschlag, ne? Radschuhe zum Beispiel, die habe ich auch neu lackiert, weil am Anfang die ein kleines Tickelchen zu dunkel war vom Blau. Aha. Und das ist jetzt der Farbton an der Radschuhe, der eigentlich mehr zu der Hülle passt, genauso wie die Heckverlängerung. Also. Ja, okay. Ja. Das ist insgesamt stimmig. Ah, by the way, im Wohnwagen habe ich das Klettband dran. Ne? Klettband dran, mal genauso. Ja. Kleine Kosmetik-Sachen müssen wir noch machen, aber ansonsten sieht das schon richtig schnatz aus. Nee, das ist toll. Das ist toll. Ah, der Motor ist wirklich eine Augenweide. Sagenhaft. Und eine Ohrweide ist er auch, ganz klar. Genau. Ich bin laufen gelassen. Oh, wunderbar. Also die nächste Flüge, das wird super. Ja, was ist das? Das ist ein bisschen Flugrost hier vorne, das müssen wir auch noch entfernen. Ach, welche Flüge hat das nicht? Ne? Ja, klar. Aber ansonsten wirklich top. Cool. Radschuhe, alles nochmal schön, genauso das habe ich. Da bin ich von meiner besseren Hälfte doch ein bisschen angeschollt worden, weil unten im Keller in meiner Werkstatt alles blau war. Ja. Du wolltest eigentlich die Radschuhe lackieren und hast das ganze Haus umlackiert. Ungefähr genauso wie dieses Teil, das komische war. Der Lack ist ganz komisch, das ist RAL 505012, so heißt der. Und das ist eigentlich so ziemlich, das kommt mehr an das ran wie der Lack vorher. Aha. Da habe ich das neu lackiert und auf immer, wie das getrocknet war, waren hier weiße Striefe drin. Ich weiß nicht von was, wie vom Klarlack, wenn man ihn falsch aufträgt. Ja. Und dann habe ich dann noch ein bisschen alles nochmal lackiert und sofort in mein Hitzeöfchen drin, dass das direkt anzieht. Und dann hat es funktioniert. Perfekt. Aber ich finde, es sieht cool aus. Ne, es ist schön geworden. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist meine kleine Kennung an der Seite. Ja. Aber die werde ich wohl die Tage bekommen und dann kann es losgehen. Ne? Gut. Oh, Heiko, ich sah nur Österreich. Oh. Nee, das wird auf jeden Fall klasse. Ich bin zufrieden. Das war jetzt wirklich 5 Tage lang Vollgas. Von morgens 8:30, 9 bis teilweise abends 7 Uhr. Also bis ich zu Hause war, war es dann 8:30. Ne? Okay, da also kann man, bei der Gelegenheit nur mal deiner Gattin danken, dass sie so geduldig ist und das alles mitmacht, weil wir haben das jetzt etliche Stunden hier verbracht. Sie ist sehr, sehr geduldig, also gut ab. Also. Auch auf jeden Fall vielen Dank. Ne? Genau. Hat nicht jeder. Ja. Nee, also super. Ja, dann werden wir eigentlich soweit jetzt durch. Alles umgestellt, die neue steht drin. Ich habe mein geliebtes Blau. Alles gut. Ja, wunderbar. Genau. Jo. Gut, jetzt habe ich euch mit diesem kleinen Update auf den letzten Stand gebracht. Und dann schauen wir mal und hoffen, dass wir jetzt bald wieder Wetter kriegen, damit wir auch nochmal eine Runde um den Block machen können. Denn heute ist das Wetter am EDRP eher bescheiden. Aber okay, wir nehmen es halt so, wie es ist. Zum Basteln war es allemal gut. Ich werde auch noch im Anschluss mal kurz nach meiner Mune gucken. Da ist auch noch eine Kleinigkeit, die ich überprüfen möchte. Und ja, dann gucken wir mal, was die Woche noch so bringt. Ah ja. Auf jeden Fall geht da die Glocke, ne? So. Ah? Ja, das Glöckchen. Ja, ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, da hat der Heiko recht. Könnt ihr ja ein Abo dalassen und aufs Glöckchen drücken, dann werdet ihr keine neuen Videos verpassen. Und okay, ansonsten guckt mal, was der Heiko da drauf geklebt hat. Also denn, möge die Macht mit uns sein, ne? Und mit euch auch. Tschüss.